7.05 Uhr. Weniger wie ein Wimpernschlag. Ich habe keine Zeit zu reagieren. Kein Reflex ist so schnell, nichts. Mein Blick geht starr auf den Kühlergrill, der mir entgegenkommt. Reifen quietschen auf dem Asphalt, Metall verformt sich. Es klingt fast wie eine Cola-Dose, auf die man tritt. Ich werde durch die Luft geschleudert. Ich sehe immer nur hell dunkel, hell dunkel, hell dunkel, bevor ich auf dem Boden liege. Blackout. Ich komme zu mir. Schwer wie Blei bin ich auf den Boden gepresst. Ich kann mich nicht bewegen, nicht sehen. Nur große Wassertropfen auf der Innenseite meines Visiers. Blackout. Ich komme zu mir. Ich habe keine Schmerzen, weiß aber instinktiv, dass etwas nicht stimmt. Ich schreie um Hilfe, wieder und wieder mal, so laut ich kann. Jemand soll einen Arzt rufen. Keiner reagiert. Ich versuche, mein Visier zu öffnen. Ich muss hier raus. Ich kriege keine Luft. Ich sehe nichts. Alles, was ich versuche, alles vergebens. Blackout. Ich komme zu mir. Mein Helm ist offen. Alles ist verschwommen. Ich sehe alles nur schwarz-weiß. Und so weit, nur bis zu meiner Nasenspitze. Und schrei um Hilfe. Wieder und wieder mal. Keiner reagiert. Blackout. Mit größter Kraft hebe ich meinen linken Arm über mich. Mein Unterarm ist geknickt, in der Mitte. Der Rest hängt senkrecht runter, wie ein Ärmel, in dem man keinen Arm gesteckt hat. Ich versuche, meine Hand zu bewegen. Es geht nicht. Ich spüre nichts. Das kann nicht mein Arm sein. Den einzigen Gedanken, den ich habe: Shit, heute wird das nichts mit der Arbeit. Blackout. Komm zu mir. Grob erkenne ich einen Mann, der auf mich zugelaufen kommt und schreit: Mach die Kippen aus, hier ist überall Benzin. Mach die scheiß Kippen aus. Blackout. Ich schreie um mein Leben, doch keiner reagiert. Ich sehe nichts, ich höre nichts, spüre nichts. Kann mich nicht bewegen, ganz allein gelassen. Ich höre eine junge Frauenstimme und spüre eine Hand auf meiner linken Schulter. Endlich ist jemand da. Ich bin erleichtert. Alles wird gut. Bleiben Sie liegen. Nicht bewegen. Ich sehe mir das mal an. Hilfe ist unterwegs, sagt sie. Ich liege unbequem. Ich will mich bewegen. Kann es aber nicht. Als ob das ganze Gewicht der Welt auf mich lastet. Nein, nicht bewegen. Bleiben Sie liegen. Ich liege aber so unbequem. Nur ein bisschen. Ja, vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ich versuche es. Ein kleines Stück. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann es einfach nicht. Blackout. Ich höre Sirenen näher kommen, endlich ist jemand da. Blackout. Es sind etliche Menschen um mich herum, berühren mich, reden mit mir, stellen mir Fragen. Ich kann nichts sehen, nur schemenhaft Umrisse erkennen. Einzige Gedanke bei mir. Das Einzige, was ich sage, rufen Sie in meiner Firma an, ich komme heute nicht. Ich werde auf den Rücken gedreht, ich habe die größten Schmerzen meines Lebens, als ob ich zerrissen werde. Blackout. Ich sehe schemenhaft ein weißes Quadrat über mich. Es ist das Oberlicht vom Krankenwagen. Ich werde aus meiner ganzen Kleidung zeitgleich geschnitten. Hose, Jacke, Unterwäsche, Handschuhe. Ich spüre keine Schmerzen, nur Kälte. Sehe zu, wie sie mir den rechten Handschuh entfernen und sehe mein gebrochenes Handgelenk. Das Einzige, was ich sage, oh shit, da muss ich nachher mit links die Maus benutzen. Ich werde etliche Dinge gefragt, auf die ich keine Antwort habe. Wie heiße ich? Wo wohne ich? Wann wurden sie geboren? Einzige, was ich sagen kann, keine Ahnung, irgendwas mit 83. Ein Sanitäter spricht zu mir. Es wird mir gleich besser gehen. Er gibt mir Schmerzmittel. Und alles, woran ich denke, ist nur: Rufen Sie meine Firma an. Ich komme heute nicht. Blackout. Im mittlerweile zweiten Krankenhaus komme ich zu mir. Ich soll unterschreiben, dass Sie mir Fremdblut geben dürfen. Mir doch egal, lalle ich mit Mühe und Not. Doktor, Sie sind Zeuge. Herr Dummer hat zugestimmt. Blackout. Eine Frauenstimme schreit mich an. Bleiben Sie liegen, Sie müssen still im CT liegen bleiben.
Noch eine halbe Stunde, dann sind wir sie fertig. Blackout. Ich bin in einer großen Turnhalle aus meiner Kindheit. Ich am einen Ende und die Ärzte am einen anderen Ende der Halle. Sie reden über mich. Alles klingt wie weit entfernt mit einem Echo, still und leise. Sie diskutieren darüber, wie ich mehr Sauerstoff bekomme. Ich atme nicht. Sie wollen mich wieder intubieren. Ich schreie mit aller Kraft meines schwachen Lebens. Ich atme doch. Was wollt ihr? Lasst mich in Ruhe. Keiner schiebt mir ein Rohr in den Rachen. Keiner. Doch sie können mich nicht hören. Blackout. Ich höre, wie mir eine weit entfernte Frauenstimme ständig zuflüstert. Mike, du musst atmen. Mike, atme. Innerlich beschimpfe ich sie so laut, wie es nur geht. Ich atme doch, du Fotze. Ich atme. Was wollt ihr alle von mir? Lasst mich in Ruhe. Verpisst euch. Doch keiner kann mich hören. Blackout. Ich höre Wasser neben mir kräftig blubbern. Mir brennt die Nase und Rachen. Einfach alles. Sie legt mir eine Sauerstoffsonde, damit ich genug Sauerstoff bekomme. Ich komme zu mir. Ich kann nur schemenhaft erkennen, dass ich in mein Glashaus liege. Leute gehen ein und aus. Welche kenne ich, einige nicht. Geräte piepen, Sachen tropfen. Unzählige Schläuche stecken in mir, selbst bis tief in die Knochen hinein. Die Wochen vergehen. Für mich hingegen war es nur ein Nachmittag.